den Anschlag von Berlin, den werden wir natürlich nicht vergessen. Vielleicht ist eine Sache interessant. In den anderen Ländern, wenn Anschläge stattgefunden haben und es Tote zu beklagen gibt, dann haben die Namen und Gesichter. Dann äußert sich die Regierung, dann gibt es Kondolenzbesuche. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns verschwindet das einfach möglichst schnell und leise irgendwie so. Man redet wenig drüber und versucht insbesondere den Opfern keine Gesichter zu geben. Denn wenn wir plötzlich die Menschen sehen, die dort gestorben sind, sind wir ungleich mehr betroffen, als wenn wir einfach nur hören, da gab es 19 Tote. Und an der Stelle auch eines, was mich wirklich empört. Und das habe ich neulich auch zum Ausdruck gebracht, als wieder diese Beileidsbekundung vom Regierungssprecher kam. Die sagen, erstens, wir trauern mit den Opfern. Und ich rufe dem zu, wenn ihr behauptet, ihr trauert mit den Opfern, dann entweder lügt ihr oder ihr habt noch nie getrauert. Trauer ist etwas ganz anderes, als ein Fax abzusetzen, indem man sagt, man trauert. Wenn man trauert und die Menschen, die betroffen sind, die Familien, die betroffen sind, die trauern, einige werden zerbrechen in ihrem Leben, weil sie einen Menschen verloren haben, der für sie unverzichtbar war. Die können Wochen, Monate lang schlecht reden, schlecht schauen, schlecht konzentrieren, schlecht schlafen. Die sind zerstört, die sind kaputt, die sind gebrochen, die trauern. Aber der Regierungssprecher, der sagt, wir trauern, der lügt. Und das, was er noch gemacht hat in seinem Beileidsbekundung für die Kanzlerin, er hat das Wortlaut identisch abgesetzt, zweimal hintereinander. Die beiden letzten Anschläge waren vom Regierungssprecher Wortlaut identisch. Eine Respektlosigkeit, eine Instinktlosigkeit, die ungeheuerlich ist, aber die zeigt, dass das eine reine Routine-Geschichte ist. Anschlag stattgefunden, Schublade auf, Erklärung raus und weiter zur Tagesordnung. Wir trauern.